Wie gut, dass Segeln so ein ökologisch wertvolles Hobby ist. Naja, eigentlich ist es das genau nicht. Einzig der Antrieb unter den Tüchern ist es bisher. Doch damit auch unsere große Leidenschaft endlich insgesamt etwas grüner wird, bewegt sich einiges. Testtermin für eine Weltneuheit bei Speedsailing in Rostock. Denn was hier nach einem weiteren herkömmlichen Laminattuch aussieht, ist vorsichtig gesagt eine wegweisende Innovation. Und die wird wohl die Zukunft des gesamten Segelmacherhandwerks bestimmen. Der Grund? Die ersten komplett recycelten Segel. Na gut, bis auf die Nähte, Gurtbänder, Kauschen und Kopfbrett. Aber immerhin deutlich grüner als so manch andere Art der Fortbewegung zu Wasser. Die dänischen Segelmacher von Elfström sind weltweit die ersten, die nun so ein Tuch unter dem Eco-Logo auf den Markt bringen. Über ein Jahr haben die Spezialisten um Entwicklungschef Flemming Christensen zusammen mit dem US-Tuchhersteller Challenge getüftelt. Jetzt endlich sollen die neuen Segel zeigen, ob sie es drauf haben. Wir können sagen, wir sind ein bisschen stolz drauf, weil es ein grünes Produkt ist. Jeder Teil der Segel ist recycelt, das heißt der Fasern, der Innenfasern, die Belastung trägt, das ist ein recycelt Polyester. Das Gewebe, was draußen ist, ist auch von einer recycelten Faser gewebt worden. Die Folie ist eine voll UV-beständige Folie, was auch recycelt ist. Etwa 2000 PET-Flaschen stecken in Groß und Genua und die müssen jetzt eine harte Chartersaison auf der Dela 38 SQ überstehen. Doch schon vorher wurden Tuch und Faser ausgiebig getestet. Unheimlich viele Versuche gemacht, Dehnungsteste, Flatterteste, Impacttests, zu sehen, wie die Laminate, wie halten die Fasern unter längeren Druck. Und dafür musste das sogenannte XPR-Laminat neben dem Testlabor in Form von Streifen auch wochenlang hinter der Lieferwagenflotte von Elfström bestehen, während sie durch Europa cruiste. Denn nichts wäre schlechter als eine vorzeitige Delamination des Grüntuchs. Doch die Segelmacher versprechen, dass das recycelte Laminat dem mit neuen Fasern produzierten in nichts nachsteht. Es gibt allerdings noch mindestens eine große Herausforderung. Wollen die Kunden es kaufen? Und ich denke, wir müssen den Kunden zeigen, dass es genauso gut ist. Und heute sind wir auf diesem Boden und ich glaube, das zeigt sich schon heute, dass es was macht. Das tun die neuen Segel heute definitiv. Perfekt getrimmt beschleunigen sie die Dela bei bis zu 14 Knoten Wind fast auf Rumpfgeschwindigkeit. Das Profil steht wie eine 1. Ob das im Spätherbst immer noch so aussieht, werden wir bei einem weiteren Testschlag überprüfen. Das neue Eco XPR Cruise soll ab Mitte August verfügbar sein. Daneben gibt es noch das sportlichere XPR Race ohne Taffetta. Und für beide Varianten gilt: Es gibt drei verschiedene Gewichte hier. Wenn man das leichte wäre, dann wird man ungefähr die Ende 20 wird man einsetzen und dann bis 48, 50 Fuß sein. Das ist der Spannreiche diesen drei Gewichte. Wir haben schon relativ viele Sätze ausgeliefert bei den kleineren Booten bis 27 Fuß. Cruising-Laminate auch oder etwas sportlichere Laminate. Und die Resonanz ist sehr, sehr gut, aber es ist halt noch neu. Wir sind sehr frisch mit dem Produkt auf dem Markt und das wird sich aber schnell entwickeln. Davon bin ich überzeugt. Eines ist klar, PET-Recycling ist aufwendig. Sammeln, sortieren, schreddern, waschen, trocknen, erhitzen und zu einem losen Flaum extrudieren, bis sie wieder zu Polyesterfasern gesponnen werden können. Doch trotz der teils energieaufwendigen Zwischenschritte lohnt der Prozess. Denn der CO2-Ausstoß liegt um rund 75% unter dem von neu produziertem Polyester. Und was kostet so ein Segel nun? Obwohl die Herstellung noch teurer ist als bei herkömmlichem Tuch, bieten die Dänen ihre Eco-Segel zum selben Preis wie andere Premium-Laminate an. Von daher setzt Elfström auf eine hohe Akzeptanz in wenigen Jahren. Also der Markt könnte sehr groß sein. Ich denke schon, dass aber 40-50%, dass man muss Ziele haben. Und das ist ja auch nicht nur gut für uns, ja auch gut für die Umwelt, fürs Klima.
Neben den Dänen stehen auch andere Segelmacher wie North Sails mit wiederverwerteten Materialien in den Startlöchern. Doch bis jetzt ist noch kein Hersteller so konsequent vorgegangen wie Elfström. Und es wird nicht die letzte nachhaltige Innovation aus Appenrade sein. So viel haben Flemming Christensen und seine Kollegen versprochen. Das ist ein guter Anfang hin zu einem nachhaltigeren Sport.